Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Uncharted. Wir sind in Folge Nummer 10. Untertitel habe ich mal angemacht heute in der Episode, exklusiv für euch, in den nächsten beiden wahrscheinlich auch. Ich werde ein bisschen vorproduzieren und wir sind in Le Citadelle und ja, sieht man schon, unten ist ein Text, geil. Ja, ist ja gut. Ich mag Texte nicht so gerne, weil dann kann ich mich darauf nicht mehr so ganz konzentrieren. Ja, hier. Hammergeil. Sound ist wieder mega laut irgendwie. Ich müsste mal ein bisschen runterdrehen. Ah, guck mal, da blinkt irgendwas. Ein Schatz. Gut. War da hinten nichts mehr? Ich würde mal ganz kurz eben nachgucken. Okay, da sieht es mir nach Sense im Gelände aus. ja. Ja, ich habe immer noch... ich habe überlegt, ich werde jetzt demnächst mal, wenn wir uns dem Spiel... dem Ende nähern, werde ich mal versuchen, so eine Art Umfrage zu machen, so ein Strawpool, wie auch immer, was man denn so vielleicht, oh guck mal, ich muss irgendwie irgendwo lang wahrscheinlich dann, ne? Dann gehe ich wahrscheinlich irgendwo, guck mal. Hey, schau mal. Ja, da hang ich mal irgendwie dran. Lass mich runter. Okay, wir können jetzt, okay, wir müssen jetzt einen Jump'n'Run wahrscheinlich machen von alleine oder irgendwie sowas. Guck mal, jetzt können wir da so rüber. Warum geht das nicht bis zum Boden? Müsste eigentlich bis zum Boden gehen, denn nur so kann man eben Wasser aus dem Brunnen holen. Okay, vielleicht ist das Wasser einfach nur... Oder ich kann mich nicht bewegen, so. Ja? Kann ich... Kann ich irgendwie mich bewegen? Ah, guck mal. Ja? Was mache ich jetzt gerade hier? Ich versuche mich zu bewegen gerade. Gut! Fallen lassen geht natürlich auch. Okay, gut. Ja, so eine Art Strawpool zu machen mit Spielvorschlägen, aber da kommen wir dann dazu, wenn wir bald am Ende sind. Es dauert ja noch ein bisschen, bis wir Uncharted 3 durchhaben werden. It's me, Le Uncharted-Typ. Ich müsste gern dieses Le, ne, irgendwie diesen Le-Vorsatz. Ich habe ihn voll auf den Kopf getroffen, jetzt mal ernsthaft. Kommst du raus? Kommst du, Mama? Okay, kurz nachladen, alles cool. Er ist down? Ne, noch nicht ganz, ne? Halten wir uns mal so hier breit. Weißt du, wie ich fast sterbe und wie die nicht sterben? Finde ich schon ein bisschen unfair irgendwie. Ich hämmere denen voll auf den Kopf drauf und trotzdem passiert da nichts bei denen. So, können wir die Waffe wechseln? Ne, können wir nicht tun. Alles klar. Kommen da neue Typen? Da auch nicht, gut. Da ist noch ein... Guck mal, hier ist noch eine AK-Munition für mich. Hier ist noch andere Munition, die ich nicht nehmen kann. Ja, ich habe ein bisschen so Field-of-View-Probleme. Wäre ein bisschen cooler, wenn es ein bisschen breiter wäre, das Ganze. Der Sprung war elegant. Weil ich irgendwie so ein paar Probleme habe, hier so ab und an zurechtzufinden. Okay, hier war gar nichts mehr. Dann droppen wir mal hier rein. Ach, du, ist aber auch nichts mehr Dolles, ne? Können wir hier irgendwo uns nach... Oh, guck mal hier. Sieht doch ganz gut aus hier oben. Ja, man weiß sofort, wo man lang muss irgendwie. Das machen die Macher, echt gut. Keine Ahnung, wie sie das hinbekommen haben, habe ich ja schon mal erzählt, dass der Kommentar ziemlich geil war mit der... Ich zerschieße das Schloss. Boah, können wir das schaffen? Hoffentlich schaffen wir nicht ihn. Ganz langsam dahin navigieren, bitte nicht. Hammergeil, oder? Wir sind gut im Schießen, liebe Frauen. Nicht vergessen, da ist irgendwas, können wir hier irgendwo durch? Oder müssen wir jetzt... Oh ne, wir können hier auch lang. Okay, alles klar. Ja, schön, wir müssen wieder nach unten laufen, irgendwie nach oben und zangeln ans Wasser oder so. Nee. Oh Mist, komm schon. Sully, hilf mir mal. Okay, gut. Auch gut geschossen, muss ich ja schon mal sagen. Ja, ich mag so diese ganzen Schießereien. Von Agenten. Kassa und Chloe könnten Probleme haben. Könnten sie bloß sein. Ganz Schießereien, da bin ich nicht so ein großer Fan von. Ich mag nicht so rumgeballere. Finde ich doof, ab und an. Am liebsten so, ein bisschen so, wäre das ein bisschen mehr Richtung Stealth, fände ich das schon ein bisschen geiler. Okay, hier ist alles safe erstmal. Ich will auf jeden Fall versuchen, wieder das ganze Stealth zu machen. Geht's da unten irgendwo rein noch? Nee, ne? Ich glaube nicht. Okay, können wir irgendwo lang? Können wir hier hin? Ist aber auch nichts mehr Dolles, ne? Wo müssen wir denn jetzt lang, bitteschön? Da nach unten aber auch nicht. Nur von hier kommen wir ja quasi. Lass mich mal ganz kurz überlegen.
irgendwo langhangeln. Also gut, hier ist quasi der Weg. Hier ist der Weg. Ja, der Weg halt. Hier sind wir. Okay. Da ist so ein bisschen hell. Können wir irgendwas mitmachen? Nee. Doch, die Musik wird aber schon ein bisschen laut. Aber okay, ja, hier geht's weiter. Okay. Okay. Ulala, hallöchen. In Frankreich? Wir wollten euch retten. Vor wem denn? Wir dachten, ihr werdet entführt. Oder schlimmer. Aber wieso denn? Naja, Talbot überfiel uns im Schloss. Das war eine Falle. Wir dachten, sie sind euch auch gefolgt. Ja, ja, sie sind auf jeden Fall hier. Na, großartig. Dann sollten wir vielleicht leiser sein. Was war bei euch los? Wir erreichen euch seit 24 Stunden nicht. Ah, ich muss mein Guthaben aufladen. Prepaid-Handy? Mann, mit Vertrag ist doch krasse Abzocke. Was? Meins ist kaputt. Was? Okay, kommt, vergessen wir's. Ihr glaubt nicht, was wir entdeckt haben. Diese Gespräche, ne, so abwärts, abseits vom Thema, abwärts, abseits vom Thema. Nicht nur, dass Elizabeths Spionagenetzwerk bis hierher reichte. Sie waren alle Mitglieder einer Art hermetischen Geheimgesellschaft. Der British Occult Secret Service, die School of Night, der Hellfire Club, die Order of the Golden Dawn. Sie gehören alle zusammen. Und John Dee? Und Francis Walsingham und Walter Raleigh und auch dein Kumpel Drake. Sie alle wussten Bescheid. Aber für sie ging es nur um die Macht. Die Feinde beherrschen mittels Spionage, Täuschung, Furcht. Hey Leute. Warte. Und Marlow und ihr Team? Sind vom selben Geheimorden. 400 Jahre später. Könntest du bitte endlich zum Punkt kommen? Ja, wir müssen echt machen, dass wir wegkommen. Klar. Hier, wir müssen echt machen, dass wir wegkommen. Was? Quod est superius? Est sicut quod est inferius. Klingt wie ein Song. So auch unten. Und das ist der Schlüssel zu allem. Wir müssen zum höchsten Punkt in diesem Schloss. Na, dann nehmen wir doch einfach die Treppe. Das klingt aber sowas von logisch. Endlich mal ein leichter Weg nach oben. Ob das denn sich so bewahrheiten wird und immer so bleiben wird? Ich glaube ja nicht, dass das alles hier so bleiben wird. Irgendwo, ja. Irgendwas kommt hier noch, oder? Ah, guck mal, das war schon mit oben. Ich habe ein bisschen Angst gerade, so irgendwie. Also nur darüber. Mist. Runter. Und jetzt? Zum Turm müssen wir ihn vorbei. Und jetzt? Und was ist aus Reinschleichen und Rausschleichen geworden? Was? Wir geben nicht auf. Ja, wir sind so nah dran. Kommt, wir finden einen Weg um sie herum. Okay, doch mal Stealth-Action oder was? Hä, nee, ich laufe einfach mal hier so lang. Oh, wir könnten auch diese G-Mail nehmen. Ist das ein Dingens, so ein Scharfschützen-Zeugs? Wo stehen die denn, die ganzen Fritzen? Ich gehe mal hier so lang. Oh, guck mal, da oben ist einer. Das ist auch einer. Boah, können wir das immer so machen? Ah, das war unser Bonus für Stealth. Okay, geil. Dann können wir uns den auch nochmal eben schnappen. Und Klacki-Macki! Alles Apfel ab. Lecker Apfel, ich hab gerade eben Apfel gegessen. Guck mal, da oben ist auch noch einer. Das hier können wir, glaube ich, Stealth machen. Oh oh. Ja, beinahe wäre knapp. Können wir uns den holen? Wir könnten den tatsächlich holen. Er steht da noch ein bisschen rum. Wir warten noch mal ganz kurz, oder? Wir wollen es versuchen, wirklich Stealth zu machen. Bleibt er da jetzt Ewigkeiten stehen? Wir müssen so die Algorithmen der Menschen halt herausfinden. So ein bisschen. Wird er sich noch mal umdrehen irgendwann? Oder bleibt er da eben jetzt komplett da stehen? Die hatten Schalldämpferaufsatz, ne? So. Da oben steht auch noch jemand mit dem Rücken zu uns gewandt. Der bleibt irgendwie mehr oder weniger hier stehen, ne? Okay. Also, will ich mal mein Glück versuchen. Indem ich hier so lang. Oh nein! Das wollte ich gar nicht machen. Ich wollte eigentlich nur hier lang hangeln, schleichen so. Alter, ich hab grad Pisse in der Hose, ne? Ganz ernsthaft gerade. Ah, guck mal, die kommen nach. Also ein bisschen zumindest.
Oh, oh. Das kann knapp werden. Oder doch nicht. Alter, da oben steht noch ein bisschen verdächtig. Oh, oh. Alter. 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 Sieht er uns nicht? Nee. Wir müssen jetzt hier rüber. So rüber. Und warten, bis er wiederkommt gleich. Es dauert alles jetzt gerade ein bisschen. Wir wollen ja Stealth lösen. Das schaffen wir auch stealthig. Stealthig. Ja, ich überlege halt, was man in so einem... Also ich habe ja viel damals so gesehen von Gronkh oder von anderen Pete Smith-Leuten. Ich weiß nicht, wie man so ein Let's Play eines Story-Spiels irgendwie aufziehen muss. Und ich, komm, ich denke immer, ich laber zu wenig, weil ich bin so eine Person, ich denke viel zu schnell, dass ich zu wenig labere. Jetzt können wir uns den holen, wunderbar. Ich denke halt immer, dass ich viel zu wenig rede oder. Aber im Prinzip rede ich, glaube ich, Alter, genug viel, oder? Ich glaube, das reicht so, wie ich rede und ich muss nicht noch mehr reden. Aber ich habe immer das Gefühl, als ob es zu wenig wäre. Wo ist der Typ gerade hingelaufen? Da kommt er wieder. Vor allem, weil ich eben auch nur über Spiele rede. Aber ich denke mal, es ist auch... Würde ich gerne mal in den Kommentaren von euch hören, jetzt in dieser Episode, ob ihr halt wollt, dass ich irgendwie auch Sachen anspreche oder eben vorwiegend über das Spiel rede und dann einen oder anderen Witz mal aushaue, so wie es eben von mir gewohnt seid, den dommischen Witz. Ich gehe mal hier hoch. Scheint aber der einzige fast zu sein, der noch da ist, ne? Kann ich hier so machen? Kann ich mir den gleich so snacken, wenn er hier vorbeikommt? Jetzt zum Beispiel? Ja, kann ich. Bams! Oh, bisschen zu laut gerade. War's das? Schau mich nochmal kurz hier ein bisschen um. Oh, warte, komm, komm. Nein! Fuck! Oh fuck, okay. Okay, er ist down. Wir haben es so gut gemacht und dann auf einmal kommt da noch jemand an. Oh Manometer. Okay. Die letzten beiden kamen auf einmal da raus. Oh, das war jetzt aber doof. Hätte vielleicht einen Bonus bekommen oder so. Charlie, bit me! Oh, that really hurts, Charlie. Diese Stacheln immer unten, ist, wenn man in der letzten Sekunde noch drunter durchhuschen will, dass man dann Hauptsache das Bein ab hat. Warum? Okay, gut. Ja, ich habe wieder bei meinen 20-Minuten-Folgen, habe in den letzten beiden Folgen nichts zu gesagt, aber ich denke mal, das passt soweit irgendwie mit den 20-Minuten-Folgen. So, komm, folge mir. Was, wie folge mir? Das sind so Behältnisse. Psst! Bist du wohl ruhig? Okay. Da geht ein Weg nach oben. Geh ich mal hier nach... Alter, was machen die für Geräusche? So. Auf einmal kommt er sofort an. Nee, komm. Nee, ich hau euch alle kaputt einfach. Ich mag mit der Faust irgendwie lieber als mit den Waffen irgendwie. Ich weiß nicht. Ich bin eher so ein Handarbeitstyp. Ne, kennt er ja. Alter Vater. Ja, hau die Schrotti raus. Gönn die halt mal. Alter, okay, gut. Achso, nee, das wollte ich eigentlich nicht. Das wollte ich eigentlich gar nicht. AK wollte ich eigentlich nur nehmen. Gib mir Le AK. Ist hier unten noch so? Nichts mehr gewesen? Gut, einfach nur ein Runddurchgang. Ah, ein Schatz. Guck mal, so ein Pferd. Ein Springer. Ja. Hier hoch. Jetzt kommt der Monsieur wieder an, wahrscheinlich. Ja, Granaten-Action. Ist der auch down? Ne, ist er nicht. Aber jetzt ist er down. Wunderbar. Können wir mal gucken, was hier so geht. Kommt jetzt hier die anderen? Kommen die anderen jetzt? Ne, ne? Doch, da kommen die anderen. Weg hier. Ich gehe kurz weg. Die andere Seite vielleicht. Ist denn die andere Seite da oder so? Ja. Von hinten komme ich an. Ich liebe es, von hinten zu kommen, ne? Ganz ehrlich, Leute. Ich liebe es, von hinten zu kommen. Und bei dem Spiel auch. Okay. Aber von wo? Wie er einfach so schlägt, ne? Und dann so... wie so ein
bekloppter, behinderter Typ irgendwie. Einfach so in die Luft schlagen und dann hoffentlich irgendjemand treffen. Alter! Alter! Okay, da kommen ein paar an gerade. What the fuck war das wieder für ein geskriptete Scheiße gerade? Ja gut. Anscheinend brauchen wir ein bisschen mehr Anlauf. Und schwing dein Ding, Frau Kesselring. Wir hatten damals eine Lehrerin, die hieß Frau Kesselring, ja. Die war auch so eine gemobbte Lehrerin, weil wer heißt denn bitte schon Frau Kesselring? Ja, okay. Also, dass man allein wegen dem Namen auch schon gemobbt wird dann, ne? Stirbst du? Flieg! Hammergeil. Ja, ich finde, das dauert mir... Aua. Das dauert mir zu lange, bis er irgendwie die richtige Anvisierung hat. Da ist noch einer. Ist aber auch ein bisschen scheiß unterwegs, der Typ, oder? Wie die schreien. Wie kleine Babys. Ihr fliegt doch nur nach unten. So ein hohen Turm. Ist da nichts dabei? Oh. Aber nach da. Springen. Komm. Können wir das irgendwie... Oh Gott. Ja, ich springe jetzt mal weiter, weil das bringt ja nichts, uns hier aufzuhalten, glaube ich. Einmal so. Einmal noch in die Richtung. Und wieder zurück. Und abspringen. Oh, fuck. Okay. Ja, wir müssen nochmal... Was ist los, Sully? Sully, man. Okay, irgendwas geht bei denen noch schief, aber ich weiß nicht genau was. Wir können hier wieder rein, haben noch 4 Munition, jetzt haben wir ein bisschen mehr. Können wir nach oben? Oh fuck, das wird nicht gut ausgehen. Das wird nicht gut. Das geht nicht gut aus. Fuck. Ja, die kommen von überall gerade, ne? Okay. War das gerade jetzt gut oder aua, von wo denn? In Deckung. Nix in Deckung, ich regel das. YouTuber-Kräfte machen das schon. Ne, ne. Ja, ich muss ein bisschen spammen gerade hier. Du Feierspammer. Können wir wieder hoch jetzt einigermaßen? Ja. Okay. Du deckst nach oben. Mach einen auf safe erstmal. Ja, ich komme mit dem Controller nicht ganz so klar. Die Empfindlichkeit ist mir ein bisschen zu wenig am Anfang. Also zu pixelig genau. Deswegen hau ich lieber drauf. Aber es war es hier erstmal, glaube ich. Wenn jemand kommt, dann hau ich den so weg. Hier vielleicht. Der von hinten. Ja, Junge, musst du überall Augen haben. Ja, bitte habe ich gerne gemacht, ne? Dafür bin ich da. Wozu brauchen wir die anderen drei, ne? Ich meine... Hallo, wo kommt ihr nach oben? Ne, ich muss irgendwas machen bestimmt, oder? Irgendwie so eine imaginäre Leiter jetzt nach unten führen oder so. Damit die nach oben kommen, oder was? Ne, was muss ich denn jetzt hier machen? Sagst du mir mal irgendwie, was ich machen muss? Also hier komme ich nicht durch, das ist nur ein Schlitz. Ein Schlitz wollen wir nicht. Denn ich bin Drake und stehe auf Männer. Kommen wir... Nee, ne? Irgendwie... Nicht so geil gerade. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich gehe nochmal nach unten zu denen, kurz. Habt ihr einen besseren Weg vielleicht, Leute? Mögt ihr vielleicht mitkommen? Oder wo lang müssen wir gerade? Leute, erzählt mir bitte, wo wir lang müssen. Sagt mir mal was, bitte. Ist hier noch ein Weg nach oben? Nein. Ja, Leute, ich kann nicht hell sehen gerade, ne? Ach, guck mal hier. Ach so, nur eine Waffe. Ja, ich gehe jetzt hier nach oben. Und... Was ist denn hier draußen? Ist hier noch irgendwas Geiles? Nee, ne? Hier bin ich reingekommen. Gibt es noch einen anderen Weg irgendwie raus? Hier, guck mal, hier können wir... Nee, doch, hier war der Schlitz. Ach, guck mal. Hier irgendwas. Ah, lol. Oh, lol! Das ist ja so ein Pisser. Ah, den hauen wir schon kaputt, oder? Ja, irgendwie schaffen wir den großen, starken Kerl irgendwie... Warum hätte er ihn so gut angezogen? Wir sind alle so gut angezogen irgendwie, ne? Ein bisschen zu gut. So. Gnadenfist. Alle nochmal... No!
Dreieck. Das war knapp. Nochmal Dreieck. Alter, wie die reinhauen, ne? Warum nicht einfach schießen? Kann man nicht einfach schießen oder so? Okay, er ist down. Wo hast du dich jetzt gerade versteckt, bitteschön? Okay, jetzt können wir die Tür aufmachen hier, oder wie? Machen wir mal die Tür auf. Können wir nicht? Okay, dann gehen wir nach oben. Ja, wir verweilen hier erstmal. Wir verweilen hier jetzt erst einmal, denn die Folge ist vorbei und sehen uns dann morgen wieder. Und dann, ja, mache ich noch jetzt eine Aufnahme und dann könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, sehr gerne, wie ich dieses Let's Play dann weiterführen soll. Mit ein paar Themen vielleicht oder eben auch so einfach ganz normal. Bis morgen, hauen Sie rein, tschüss.